Willkommen zu Folge Nummer 88. Es geht mal wieder an den Bergelementen weiter. In dieser Folge will ich in erster Linie diese Bergseite hier, die rechte, fertigstellen. Die 10. Schicht, das heißt 30 Steine übereinander ab Tunneldeckel, ist gesetzt. Und von der Innenseite. Die 11. und teilweise 12. Schicht der rechten Bergelemente ist gesetzt. Der Berg hat jetzt eine Höhe von 43 cm und inklusive Tunnel 66. Und noch einmal die Innenseite. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Grün und ein paar Details und der Berg auf der rechten Seite ist fertig. Eigentlich wollte ich ja mit der Bergbegrünung anfangen, denn wie ihr seht, hat die Gärtnerei schon ordentlich Bäume geliefert. Aber ich habe im Moment nur eine Handvoll Käseecken in hellgrau. Ich weiß im Moment nicht, wo meine anderen alle sind. Darum stelle ich das erstmal zurück und baue noch ein bisschen an dem Berg weiter. Gemeint ist diese Ecke hier. Und noch einmal von der anderen Seite. Die erste Schicht von Bergelement Nummer 5 der rechten Seite ist fertig. Jetzt sind auch die ersten drei Schichten vom 5. Bergelement geschafft
Und das vierte Bergelement hat ein Vogelnest bekommen, besser gesagt einen Horst. Die Schichten 4, 5 und 6 sind jetzt auch fertig. Und Bergelement 4 hat neben dem Horst, dem Ei, auch noch einen Adler dazu gewonnen. Die Bergelemente oberhalb meiner Tunnelwände dieser Seite haben auch schon wieder 6891 Steine geschluckt. Da ich meine Käseecken in Hellgrau immer noch nicht gefunden habe und ich bereits 1858 Steine verbaut habe und die Zeit relativ weit fortgeschritten ist, ist auch Schluss für heute. Zum Abschluss zeige ich euch nochmal das Nest vom Gaukler. Auch in dieser Folge soll es nochmal etwas Wissenswertes geben. Der Vogel, Strich Adler, aus der Leo Safari Serie, also Wildlife Rescue, mit der Setnummer 60307 ist ein so genannter Gaukler. Seine Bricklingnummer ist die 37543PB02. Der Gaukler lebt in der südlichen Sahara, südliches Afrika, und ist 56 bis 65 cm lang. Seine Spannweite der Flügel beträgt 160 bis 180 cm. Zum Abschluss lasse ich natürlich nochmal eine Eisenbahn über meine Anlage fahren. Diesmal ist es die 7740 aus dem Jahre 1980 mit dem dazugehörigen Schlafwagen und Postwaggon. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.